Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich mit den Stilfragen des modernen Mannes beschäftigt. Aber auch darüber hinausgeht und nachfragt, was ist denn eigentlich purer Genuss und ein erfüllender Lifestyle für den Mann von heute? Und das Ganze von Frau zu Mann. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Stilgenusshörer, ich freue mich, dich heute zu einem Thema begrüßen zu dürfen, beziehungsweise zu einem Interviewpartner, bei dem es wieder einmal rund ums Handwerk und die Leidenschaft dazu geht. Und zwar geht es um das traditionelle Hutmacherhandwerk. Und der Mann, mit dem ich heute sprechen werde, beherrscht diese Kunst ganz exzellent. Aber tatsächlich war das nicht seine erste Berufswahl. Ursprünglich kommt er aus der Grafikbranche, war aber schon immer ein passionierter Hutträger und irgendwann packte ihn diese Leidenschaft so sehr, dass er sich auf den Weg gemacht hat, um noch mehr über Hüte zu erfahren und er besuchte dadurch weltweit Museen, Manufakturen und Hutmacher. Bis er dann schließlich einen Hutmacher in Paris traf, der eigentlich schon im Ruhestand war, ihm aber das Handwerk nach und nach beigebracht hat. Heute hat Rainer Schechinger von Schechinger Head seine eigene Hutmacherei in Berlin und Frankreich und lässt Kundenträume wahr werden. Und er hilft dabei, dass ein altes Handwerk nicht ausstirbt. Hallo Rainer, schön, dass du dabei bist. Hallo Sherin, danke für die Einladung. Ja, lass uns starten mit der Smalltalk-Runde, damit die Hörer noch einen besseren Einblick von dir bekommen. Gerne. Du darfst einfach mit einem Wort oder mit einem Satz antworten. Wein oder Biertrinker? Wein. Wenn du ein Auto wärst, welches wärst du? In Anlehnung an meine Heimatstadt Stuttgart und an mein Geburtsjahr möchte ich mich für die frühen Porsche 911 entscheiden. Und ja. Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast? Es war ein Vintage US Army Hemd in London. Mhm. NOS. New Old Stock. Okay. Dein allererstes Musikalbum? Joy Division Closer. Mhm. Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen? Offenheit, Ehrlichkeit und mit Leidenschaft seinen eigenen Weg zu gehen. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir? Meine Armbanduhr. Was ist deine größte Schwäche? Die Ungeduld. Dein schönster Urlaub? Mein schönster Urlaub war 1991 in Guatemala. Mm. Ich bin zum Sprachkurs 6 Wochen nach Guatemala gereist und die Airline hatte meinen Rucksack verloren und bin dann 6 Wochen ohne Rucksack in Guatemala gereist und mit sehr wenig Budget auch. Spannend. Ja. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte es? Alles, was du nicht machst, wird auch nicht passieren, ist ein Zitat von Otto Sanders. Das ist ein sehr guter Buchtitel. Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten? Als passionierter Hutträger möchte ich mich für den Tenorsaxophonisten Archie Shepp entscheiden. Archie Shepp, mittlerweile über 80 Jahre alt, immer mit eleganten Anzügen bekleidet und trägt seine Hüte immer in einem wirklich ausgezeichneten, also in einem auserwählten Stil in Kombination mit dem Anzug. Mhm. Jetzt, ja, vielleicht, Archie Shepp werden nicht viele Leute kennen, vielleicht kann man irgendwie im Internet mal sich die Bilder anschauen. Gut, kommen wir mal zu deinen Hüten bzw. zu deiner Leidenschaft zu den Hüten. Wie entstand das, deine Leidenschaft dazu? Also ich habe schon sehr früh angefangen, Hüte zu tragen und für die Entdeckung der Hüte und was dahinter steckt, das war ein Zufall. Ich bin immer viel gereist, vor allem in Kalifornien, Amerika, New York und habe als Schallplattensammler immer die Schallplattenläden besucht, und um Schallplatten halt zu finden. Und habe dann irgendwie überall dann auch so kleine Headstores gesehen. Und da ich immer auch schon Hüte getragen habe, bin ich dann in die kleinen Läden rein und habe dann festgestellt, in den USA gibt es eine größere Vielfalt an Hüten im Vergleich zu Europa. Also Westernhüte,
dann die klassischen Fedoras in verschiedensten Farben und Formen. Und es hat dann plötzlich angefangen, mich zu interessieren. Und so bin ich dann nicht nur die Schallplattenläden abgelaufen, sondern auch die Headstores. Und habe dort auch wirklich schöne Begegnungen gehabt. Und jedes Mal haben sich Gespräche entwickelt. Und wir sind da immer tiefer gegangen in dieses Thema. Also, und ja, dann kam ein Ding nach dem anderen und es ging immer weiter. Und die Leidenschaft ist einfach da. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Sie ist da. Kannst du dich denn noch an deinen allerersten Hut erinnern, den du hattest? Mein erster Hut war ein Strohhut, den ich als Jugendlicher am Strand gekauft habe, zum Schutz gegen die Sonne. Es war ein einfacher Hut, der ist schon längst verschlissen und längst vergessen. Schade eigentlich. Ja. Hüte und Stil gehören für mich irgendwie in gewisser Weise schon zusammen. Was ist denn für dich Stil? Also für mich, Stil ist für mich, möchte ich unterscheiden, in einmal den Lebensstil und einmal den Bekleidungsstil. Für mich persönlich ist der Lebensstil wichtiger wie der Bekleidungsstil. Ja. Mhm. Ich denke aber, wir reden heute mehr über den Bekleidungsstil. Gut, Stil ist ja offen für mich. Ja. Ich will das gar nicht so unbedingt immer nur auf Kleidung reduzieren. Also Für mich ist in meinem Leben sehr wichtig, einen gewissen Stil zu haben. Also mit der Kleidung selbstverständlich auch. Aber mir ist sehr viel wichtiger, einen gewissen Lebensstil zu haben, gewisse Werte, die für mich wichtig sind, zu beachten, wenn es mir auch nicht immer gelingt, ja. Mit meiner Familie, mit meinen Freunden Zeit zu verbringen. Und das ist für mich ein Lebensstil, den ich pflege, der mir sehr wichtig ist. Daneben ist klar der Bekleidungsstil. Ich versuche mich einfach mit hochwertigen Hosen oder hochwertigen Hemden zu bekleiden oder mit Anzügen. Natürlich auch mit Hüten, die ich selber mache. Aber es ist irgendwie, das kommt natürlich aus einer Selbstverständlichkeit heraus. Und ich würde auch sagen, mein Stil ist mehr casual als jetzt, ja. Ich versuche auch irgendwie, mich da an niemanden zu orientieren, ja. Das. Mhm. Mhm. Was würdest du sagen, wie wichtig ist es heute noch, Stil zu haben, beziehungsweise sich von der Masse abzuheben? Und auch hier, ich würde das Stil gerne offen lassen, weil ich glaube, auch der Lebensstil kann man sich auch von der Masse abheben. Mhm. Für mich ist es sehr wichtig, Stil zu haben. Wenn man über den Lebens... Also, oder lass uns beim Bekleidungsstil bleiben. Ich habe hier in Berlin viele Leute oder überall Leute kennengelernt, die einen ausgezeichneten Bekleidungsstil haben, aber mich im Lebensstil nicht begeistert haben, sage ich mal. Und mir ist es einfach andersrum lieber. Jemand, der einen tollen Lebensstil hat, der gewisse Leidenschaften pflegt oder offen und transparent mit einem umgeht oder... Das ist mir wichtiger wie jemand, der einen besonders tollen Kleidungsstil pflegt. Ist natürlich top, wenn jemand beides zusammen schafft. Ja. Aber wie gesagt, mir ist der Lebensstil oder der Stil, wie jemand mit den Mitmenschen umgeht, bedeutend wichtiger wie der Bekleidungsstil. Ich habe ja schon so ein bisschen angefangen, darüber zu erzählen, wie du eigentlich dann zum Hutmacher geworden bist. Ja. Magst du es so kurz mal zusammenfassend auch nochmal in deinen Worten erzählen? Ja, also ich würde sagen, es war ein sehr, sehr langer Weg, der gar nicht so vorgesehen war. Also auf diesen Reisen, die ich gemacht habe, habe ich sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Es war vor vielleicht 8 oder 10 Jahren, hat mir ein alter Hutmacher, also ein alter, also der 60, 65, also der schon viele Jahre als Hutmacher gearbeitet hat, ein Buch geschenkt von 1919 über das Hatmaking in den USA. Das habe ich dann aufgesaugt, habe dann irgendwie angefangen, immer mehr Hutmacher zu besuchen, vor allem in Kalifornien. Und jeder hat mir so ein Stück mit auf den Weg gegeben. Der eine hat mir gezeigt, wie man mit den Filzen am besten arbeitet. Es gibt ja verschiedene, also wir machen nur Filzhüte, ja, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Wie man mit den Filzen, also die verschiedenen Arten von Filzen, wie man sie bearbeitet, wie man sie streckt, wie man sie konserviert, also wie man sie vom Regen schützt. Also überall habe ich ein Stück Wissen mitgenommen. Keiner hatte Zeit, irgendwie mit mir mal einen Monat da zu sitzen. Ja, und ich habe es aus Interesse gemacht und deshalb haben sich richtige Freundschaften entwickelt.
Die habe ich dann gepflegt. Man hat dann über E-Mail immer Kontakt gehalten und es ging immer so weiter. Und einer hat mir dann sogar seinen Hut geschenkt und dann habe ich mich in Europa ein bisschen umgeschaut. Vor allem in Paris gibt es ein paar Leute, die noch in dem Bereich tätig sind. Dort gibt es auch einen alten Hut, also einen Blockbauer. Also für einen Hut, um einen Hut zu machen, benötigt man Holzblöcke. Mhm. Und dort habe ich einen Holzblockmacher kennengelernt, der mir dann wiederum Kontakte zu anderen Hutmachern hergestellt hat. Also es war im Prinzip so eine Aneinanderreihung von Leuten, die ich dann irgendwie kennengelernt habe, die ich dann auch besucht habe. Und der entscheidende Punkt, und ab dem Moment gab es dann auch kein Zurück mehr, war mein Zusammentreffen mit Jean-Pierre, einem Hutmacher, der in Paris lebt, halb in Paris, halb in Indien. Und wir haben uns sehr gut verstanden und ich habe ihm dann auch erzählt, dass ich so viel gereist bin und mein Interesse. Und er wusste ja auch schon, dass ich schon viel weiß, auch schon einige Blöcke mitgebracht hatte. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er mir einfach noch ein paar Sachen zeigen kann und wie man letzten Endes jetzt das Thema auf den Punkt bringen können, wie ich sein Wissen übernehmen könnte. Dann sagt er zu mir, wir machen es jetzt so, ich komme einfach zu dir, ich zieh zu dir. Und wir haben in Frankreich ein kleines Häuschen und er ist dann zu uns gekommen und ist dann mehrmals gekommen, mehrere Wochen und er meint, er bleibt so lange, bis ich es kann. Und wir sind auch heute noch im Kontakt und wenn es mal knifflig wird, dann kann ich ihn immer anrufen. Schön. Ja, das ist die Geschichte, da gab es kein Zurück mehr. Ja. Ja. Hüte sind schon doch auch was sehr Persönliches, ja. Oder? Und früher war es ja so, umso höher der Hut, desto höher auch der Rang des Trägers. Mhm. Ich meine, sonst hätte es ja auch nicht den Zylinder gegeben. Was sagt denn ein Hut über seinen Träger alles aus? Beziehungsweise was sagt heute ein Hut über seinen Träger alles aus? Ja, schwierige Frage. Ich würde sagen, ein Hut signalisiert in erster Linie den Geschmack des jeweiligen Hutträgers. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie was signalisiert, eine Ideologie oder das würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, es gibt viele, vor allem in den USA, würde ich sagen, gibt es viele Menschen, die tragen den Hut zum Schutz gegen die Sonne. Oder die Cowboys, die Farmers, die tragen ihre Westernhüte als zum Schutz einfach gegen Regen, gegen die Sonne und weil es einfach zum ganzen Outfit gehört. Wer einen Hut trägt, braucht vor allem ein gesundes Selbstbewusstsein. Diesen Satz habe ich schon relativ oft gehört. Und findest du auch, dass das stimmt? Und verändert der Hut auch die Haltung und das Auftreten? Ich finde ja. Ich finde, ein gewisses Selbstbewusstsein ist vonnöten, aber nur am Anfang. Also die Erfahrung zeigt, dass auf verschiedenen Messen kommen die Leute und sie tun sich wirklich schwer, einen Hut aufzuziehen. Mhm. Vor allem Frauen. Bei Frauen habe ich festgestellt, sie sind noch etwas schwieriger wie der Mann, wenn es darum geht, einen klassischen Hut aufzuziehen. Ja. Weil es vielleicht neu ist, weil es ungewohnt ist. Und ein gewisses Selbstbewusstsein gehört dazu. Da fällt mir gerade ein, vor ein paar Wochen hat mir genau diese Frage jemand gestellt. Ja, er wird gern einen Hut haben, aber traut sich nicht so auf die Straße gehen. Sein Opa hat auch immer einen tollen Hut gehabt. Und dann habe ich gesagt, weißt was, nimm doch einfach mal einen Hut und geh in eine andere Stadt und lauf ein Wochenende durch die Stadt. Es wird sich kein Mensch für dich interessieren, ja? Ob du einen Hut auf hast oder nicht. Und ich denke nur, wir Menschen sind Gewohnheitstiere und dein Umfeld muss sich wahrscheinlich erstmal daran gewöhnen, dass du jetzt einen Hut trägst. Wahrscheinlich ist es einfach der erste Schritt, oh, ja, der hat ja jetzt einen Hut. Ich weiß es nicht. Also ich denke, es ist am Anfang ein bisschen Selbstbewusstsein, das sollte man haben, aber ja. Ich denke, das wird sehr schnell irgendwie, werden die Leute, wenn sie einmal was gesagt haben, dann ist auch gut. Und wie war das, ob der Hut die Haltung verändert? Richtig, genau, ja, genau. Ich denke ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Hutträger mit etwas mehr Respekt behandelt werden. Wir haben einen Kunden, der hat 24 Hüte,
Der hat mir gesagt, der ist ein bisschen klein, der ist vielleicht so 1,70, 1,75, also in Anführungszeichen. Er sagte, seitdem er mit seinem Hut und den hohen Kronen rumläuft, wird er viel, viel netter behandelt, die Leute sind viel höflicher. Ich weiß es nicht. Also ich denke, ich selber empfinde, es verändert ein bisschen die Haltung. Man versucht sich ein bisschen mehr anzupassen, ja. Ich denke es. An den Hut? Ja. Mhm. Ja, also ich gehe jetzt nicht mit Hut raus und ziehe mich dann natürlich auch dementsprechend also einigermaßen an, ja, ja, dass es irgendwie zusammenpasst. Warum sollte man sich einen Hut fertigen lassen und nicht unbedingt einen günstigen, in Masse produzierten kaufen? Mein Argument für die Maßanfertigung eines Hutes ist einfach der Tragekomfort. Wir messen den Kopf aus, auch mit einem speziellen Werkzeug und transportieren diese Form dann in den Filz, sodass der Tragekomfort auf jeden Fall gewährleistet ist. Und zudem kann man sich den Hut individuell zusammenstellen. Man kann also verschiedene Ribbons, also Hutbänder, in verschiedenen Farben oder Größen an den Hut anbringen. Jedoch mein Hauptargument ist einfach der Tragekomfort. Und meine Aufgabe ist auch ein bisschen die beratende Funktion. Ich versuche den Leuten auch zu sagen, ja, geh ein bisschen breiter mit der Hutkrempe oder lass uns die Krone ein wenig höher machen oder niedriger, je nachdem. Man sollte den Hut unbedingt mit der Persönlichkeit abstimmen. Das heißt, jemand, zum Beispiel extrem gesagt, jemand ist 2 Meter groß, und er hat jetzt eine ganz kleine Hutkrempe. Das sieht für meine Begriffe nicht gut aus. Ja. Es wäre dann besser, wenn jemand, der groß und massiv ist, wenn er eine etwas breitere Hutkrempe trägt. Das sieht besser aus meiner Sicht. Ist ja immer alles Geschmackssache. Ja, von den Proportionen her auch einfach, weil das sich besser anschmiegt. Genau. Ja. Und die Erfahrung habe ich gemacht, dass viele gar nicht wissen, dass wir darauf arbeiten können. Also manche sagen, ja, ich hätte gern so einen Hut, ja. Und dann frage ich immer, ja, wie hast du dir die Hutbreite die Hutkrempenbreite vorgestellt oder die Krone, möchtest du lieber hoch oder mehr flach? Und dann geht's los, ja. Und damit kann man sehr viel spielen und eine zu breite Krempe oder eine zu schmale Krempe kann wirklich unvorteilhaft wirken. Man muss schon schauen, dass es zueinander passt. Ja. Woran erkennt man denn einen guten Hut oder was macht einen guten Hut aus? Also als Hutträger erkennt man einen guten Hut darin, dass er wirklich gut sitzt und dass er nicht drückt. Der Tragekomfort. Jetzt als Betrachter, jetzt du zum Beispiel, würde ich sagen, wahrscheinlich, dass er halt einfach eine schöne Harmonie darstellt. Also die Abstimmung zwischen Hutband und der Beformung und ja. Also für den Hutträger ganz klar der Tragekomfort, für die anderen ist es einfach eine optische Sache, eine Geschmackssache. Also, und es fühlt sich natürlich auch ganz anders an, ja. Aber jetzt fühlen tun ja nur die Hutträger, ja. Ja gut, aber wenn ich mir jetzt einen aussuche, also ich würde mir gerne einen kaufen und so, dann ist das natürlich das Fühlen schon, das Haptische ist ja extrem wichtig. Das ist sehr wichtig. Es ist jetzt natürlich auch die Frage, möchtest du irgendwie einen ganz weichen Hut haben oder möchtest du einen, der richtig gesteift ist, ja. Das ist immer auch in einer Empfindung, ja. Also ich empfinde es angenehm, wenn er sehr weich ist, ja. Aber ich habe viele Leute auch getroffen, vor allem die Amerikaner, die wollen den Hut richtig steif haben. Die bearbeiten den auch noch mit Shellac, damit er eine gewisse Steife erhält. Machen wir auch, wenn danach gefragt wird. In der Regel, ich selber persönlich finde es nicht so gut. Wie lange dauert es denn, bis ich meinen fertigen Hut, sage ich mal, in den Händen halte beziehungsweise auf den Kopf setzen kann, wenn ich zum Beispiel bei dir mir einen Hut machen lasse? Wie viele Arbeitsstunden in der Regel benötigt denn so ein Hut? Wir benötigen circa zwischen 10 und 12 Stunden für die Anfertigung des Huts, wobei man jetzt mal sagen muss, jeder Arbeitsschritt, wir arbeiten eine halbe Stunde, also ein Filzhut wird mit Dampf bearbeitet, ja. Und wenn wir jetzt eine Formung gemacht haben, dann muss der Filz wieder trocknen. In der Regel, wir lassen immer eine Nacht trocknen.
dass es wirklich richtig getrocknet ist und dann wird es weitergearbeitet. Das heißt also, ein Hut entsteht nicht innerhalb von anderthalb Tagen in 10 oder 12 Stunden, sondern er entsteht über einen Zeitraum von 2 bis 3 Wochen. Also jeden Tag 1 bis 2 Schritte und wir versuchen immer auch dann, warten einmal die Nacht ab, um zu sehen, wie der Filz sich, also Filz arbeitet ja auch. Ja, also wie Holz eigentlich, kann man vergleichen, oder? Ja, genau, wie Holz, oder? Richtig. Und die meisten wissen es gar nicht, Filz sind einfach nur tierische Haare. Ja. Und die je nach, ja, sehr eng miteinander verfilzt eben sind. Richtig, deswegen. Ja. Genau. Deswegen spricht man bei den Rastas auch von den Filzhaaren. Das ja. ist nichts anderes als ineinander verknotete, genau, verhackte verknotet. Haare, so genau, kann man sagen. Ja. Genau. Und die Arbeit natürlich, wenn man mit Dampf oder mit Wasser rangeht, ja. Oder mit Hitze. Mhm. Genau. Also insofern heißt es, also so ein Hut entsteht innerhalb von 2 Wochen, wenn man die Arbeitsstunden zusammenzählt zwischen 10 und 12. Und wir brauchen ungefähr momentan 4 bis 6 Wochen, bis so ein Hut fertig ist mit der Wartezeit.